Witziger Schaden, ey. Du hast einen Schaden, ja. Das stimmt. Das kann ich gut gebrauchen. Das. Tschüss. Tschüss. Halten wir erstmal wieder. Jeder hat seinen Preis. Halten wir erstmal wieder. Hey, Kammerjäger! Hast du die Daten aus dem Gigahirn? Her damit! Ich hab sie, aber du musst versprechen, uns zu helfen, die Kammer zu finden. Was das angeht, ich hab mit diesem Invasionskram wahnsinnig viel zu tun. Die Kammer ist ein andermal dran. Ich muss mich um ein Unternehmen kümmern. Wie du willst. Ich trainiere so lange meinen Hirnweitwurf. Mein Rekord sind 21 Meter. Warte. Okay. Mal schön. Ich habe Atlas quasi aus dem Nichts aufgebaut. Und das lasse ich mir von Maliwan nicht nehmen. Ich schwöre bei der Zukunft dieses Unternehmens, dass ich helfen werde, die Kammer zu finden und zu öffnen. Das ist ein Wortkiller. Gib dem Mann, was er braucht. Naja. Ja, krass. Ich habe noch nie erlebt, dass Reese sich so windet. Bist echt was Besonderes, Kammerjäger. Ich bin auch da. Das Hologramm kann euch hören. Und Holo Reese hat auch Gefühle. Mission abgeschlossen. Neue Teile. Jetzt können wir den Slot einfügen. Der Typ hatte da oben einfach alles parat. Truppenbewegungen, Versorgungslinien, Aufklärungsdaten. Sieht aus, als würde Maliwan selbst nach Fragmenten des Kammerschlüssels suchen. Und sie haben eine Spur. Ein Planet namens Athenas? Athenas? Perfekt. Kammerjäger, komm auf die Sanctuary. Gut gemacht. Mach das. Reese, Ende. Okay, ja, geht's dann direkt wieder zurück, oder? Du hast also mitbekommen, wie ein Konzern von einem viel größeren und cooleren Konzern eingestampft wird. Und dachtest dir, ich schließe mich mal dem Versager-Team an? Komm schon, da musst du dran arbeiten, Superfan. Der ganze Streit um die Kammern hat ordentlich Aufmerksamkeit erregt. Aber langsam wird er fad. Vor allem, wenn du stirbst. Also, versuch weiterzumachen. Wie wäre es mit besseren Verbündeten? Nur so ein Vorschlag. Wir sehen uns! Ich hatte auch mal sowas. Immer gerne, Kammerjäger. Oder willst du hier noch was machen, oder was? Mir ist es egal, ob wir nämlich auch ein bisschen durchziehen möchtest oder das so. Geht ja schon mal richtig wie ist gut das? Los, Jäger. Mission. Wie viele Nebenmissionen wir einfach noch haben? Ja, sind ja noch welche vom anderen Planeten, ne? Ja, ich weiß. Du zielst scheiße, Josh. Das hätte ich sagen. Weil wir haben, also du kannst halt gucken, wie viel Zonenfähigkeit du pro Ding hast, ne? Wie viel was? Die Zonenfortschritt du pro Planet hast. Ja, das weiß ich ja. Hier sind 30%. Das kann ja machen, ne? Muss man aber nicht. Nö. Wenn man über das Orbit-Ansicht. Pandora. Für Atlas, oder? Hallo? Weg der Hingabe, 100%. Wenn wir die Kreuzung da hinten einnehmen, könnten wir Sperren aufstellen und das ganze Gebiet hier kontrollieren. Nein, du zielst scheiße, Josh. Das hätte ich sagen sollen. Verdammt. Naja, egal. Hat jemand Munition? Und seit 15%. Ist das wie läuft der Job? Egal. Ist das egal. Dieser Krieg zieht sich schon eine Ewigkeit. Dann gehen wir mal zu Sanctuary. Und wenn wir unbedingt Level brauchen, können wir die ja nebenbei immer nochmal machen. Ja gut, irgendwann. Ja gut, kriegst du noch ein paar Punkte dafür. Wir treffen dafür, uns ne? auf der Brücke, wenn du bereit bist, Killer. Du findest das ja nachher nicht mehr. Bist, Junge. Stunde 38 schon. Oh, aber besser als gar nichts dann, ne? Ja, das stimmt. Und so ja, können wir dann vielleicht doch auf 100% soweit machen, alles.
Vielleicht kann man das bei dem Teil ja das erste Mal machen. Wenn du Bock hast. Jo, einfach mal. So mal auf 100% dann nebenbei spielen. Mal ebenso. Sind dann halt nur noch die Nebenmissionen, aber warum auch nicht? Das tue ich erstmal weg. Das. Und da. Die. Das ist die Shotgun. Kann ich eigentlich. Was haben wir hier? Die. Die sind auch kacke. Ach, da sind extra Punkte jetzt drin. Ah, deswegen. Wo sind extra Punkte drin? Ah, bei mir. Durch okay. Den Mod. Extra Punkte reingekommen. Ah. Na, du meinst, was du angelegt hast, ne? Hm. Ja, sehe ich halt auch. Also man regeneriert jetzt besser. Was waren da noch drauf? Also Regeneration. Plus zweimal flott und flauschig. Wer hat wen gerettet? Das ist halt, dass er mich auch dementsprechend wiederbelebt. Plus 1 zu welchen Regeneration. Plus 3% KD. Ja, Waffenschaden plus 3%. Die Diore Waffenschaden. Fand ich ganz cool. Das haben die ganz gut gemacht. Alles für die Crimson Raiders! Yay! Yeah. Yeah! Öffne nochmal. Immer verkaufen. Behalten unbedingt die. So, zack. Gut. Dann zeig mal kurz, was ich da bekommen habe. Was ist das? Naja. Level 12. Ja, legendäre ab in die Kiste wieder. Kann man immer so spielen. So, verlorene Beute einnehmen. Ich mach mal jetzt mal. Verkaufen. Das Dämm ist. Das war hier, da hatte ich auch noch was. Wie wenn du, wo dein Skin ändern kannst, an eine Kiste kannst du dran gehen, ne? Kammerjäger, du lebst! Welche kleine Kiste? Ja. Du meinst im. Quartier. Den. Oder noch die restlichen Waffen kriegst, die du noch so ein bisschen aufheben konntest. Ja, weiß ich doch. Ja, erstmal muss ich noch Sachen verkaufen kurz. Pointer. So. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Mach deine Waffe klick, ist es Zeit zum Kaufen. Der verlorene Schatz von Aslan de Vega. Mythos oder Legende? Legende. Okay, das ist das. Du hast okay. Etwas Geld. Gib doch was davon aus. Lauiger, keine Spuren hinterlassen. Fersengeld. Plus 16% Malivan-Waffen-Zielgenauigkeit plus 11% Granatenschaden. Noch mehr Tod in meiner Tasche! Okay. Noch mehr Tod in meiner Tasche, ja! Hm. Ja, nimm mal einfach an. Hey Schätzchen! Ich hätte was für dich. Vorausgesetzt, du hast exhibitionistische Tendenzen. Okay. Die ganze Wahrheit? Wir waren mal ein Paar. Anschließend hat er sich den Kindern der Kammer angeschlossen. Hm. Ein Kult aus hirnlosen Anhängern hat Killerbolt angezogen wie das Licht die Motten. Vielleicht sollte ich mal über meine Gesichtsbehaarung nachdenken. Okay.
So. SDU steht für super duper umwerfend. Du brauchst es einfach. Aha. Meine Kreditwürdigkeit lässt zu wünschen übrig. Komm, du mich auch. Oh ja. Ich habe erstmal noch einen Rucksack-Slot gekauft. Okay. Es anzustarren ändert nichts am Preis. Okay, so ein Beutel. So. Ich hab kein Gold mehr. Naja, mir geht's auch nicht gerade anders. Ich hab nur 69. Bei Söldnern ist es wie bei Händlern. Hast du gespielt? Na, ich hab Spendi gespielt. Spendi. Okay. Oh. Bin ich denn hier? Nix im Loot oder so? Doch, hier. Okay. Ja, wenn du echt keinen Plan hast, wo wer ist, wenn du schon wieder vergessen hast. Lol. Ja, was Warum? Denn? Lass mich. Was denn? Du bist gerade vorbeigelaufen. Ja, oder doch. So. Wollte ich gar nicht hin. Willst du in den Moxie? Hm. Da ist Moxie. Unten, ne? Nein, oben. Auf der gleichen Etage. Bist du vorbeigelaufen? Sehe ich doch jetzt schon. Nee, ich bin runtergelaufen. Ich muss so einen Stockwerk noch runter wieder. Warum? Ich sehe dich und schon ist. Weil ich auf der falschen Etage war. Deswegen. Nicht warum. Ja, da war ich immerhin richtig. Hm? Die Seite war immerhin richtig. Hat aber nicht angezeigt. Oh, was soll ich da denn bekommen? Eine Sniper, die ich nicht brauche, alles klar. Hi. Arbeitest du noch an dieser kleinen Sache? Flaschen schießen. Erstmal alles vom Tisch schießen. Hey, ja. Was ist das? Ja, aber schön, dich nicht zu sehen. Und, au. Ja, meine Bounce hält immer noch rum. Läuft. Au. Läuft bei dir. Warte ich auf irgendwas? Ich hab's vergessen. Ah, ich dachte, haben sie rausgenommen. Die Crimson Raiders bringen den Kampf nach Promethea. Rowland wäre stolz. Crimson Raiders? Und wie ist Promethea so? Ein Dschungel aus Beton und Neon. Atlas liegt in den letzten Zügen. Wir werden Reese helfen, wenn wir können, aber erstmal müssen wir nach Athenas. Ich habe da eine Freundin, mal sehen, was sie weiß. Claptrap, verschlüsselte Nachricht an Athenas. Rufzeichen Saphir. Und Kommunikation still! Der Zeitpunkt? Ja, irgendwie schon. Du meldest dich Maya. Auf dem gleichen Grund, aus dem Malivon unser Kloster zerstampft. Also ich habe es nicht, weiß aber, wo es ist. Hey, kommt schnell her, sonst verpasst ihr den ganzen Spaß. Und mit Spaß meine ich, von Firmenmördertrupps plattgewalzt zu werden. Maya, sie kommt klar, bis wir da sind. Sie ist eine Sirene und ein Badass, wie er im Buche steht. Vielleicht bringen wir sie ja dazu, uns beizutreten. Wäre hilfreich, noch eine Sirene an Bord zu haben. Neben dir, Lilith. Dich habe ich mitgerechnet. Oh, mehr Ladies auf Admiral Claptrap's Traumschiff. Und alle blicken auf Claptrap. Booyah. Kurs auf Athena setzen, Kammerjäger. Warte mal, bevor du es machst. Ich werde mit Tennisern quatschen. Achso, ja.
gehen die Spritzen aus. Die blöden Primatenbewohner dieses Schiffs scheinen meine Spritzen zu stehlen, um sie für was auch immer zu nutzen. Ich habe keine mehr und brauche sie zurück. Ah ja. Kannst starten, wenn du das willst. Wenn ich will? Ja. Yeah. Die Crimson Raiders. Athena. Roland wäre stolz. Bist du schon dazu gekommen, dir mein Mixtape anzuhören? Schon wieder Mullywarn. Die Kerle sind unerbittlich. Landekapsel bereit, wenn du es bist, KJ. Nun, das hier spricht für sich. Claptrap braucht einen ordentlichen Tritt, aber das gilt für so viele Dinge. Ja, ja. Hi. Wie zum Teufel ist die denn da hochgekommen? Weiß ich auch nicht, ich hab sie nur zufällig gesehen. Was hast du denn gefunden? Eine Spritze. Achso. Nur eine Spritze. Eine Spritze. Ja. Ein von einer seelensaugenden Sirene angeführter Banditenkult. Firmenkrieger und Prometea. Wir stecken okay. In der Scheiße, Amigo. Kein Zweifel. Tritt einfach weiter für Lil in Ersche. Oh. Ja, Ersche treten. Ja. Hilf rein. Ersche treten. Athena. Du hast den Überblick verloren, die Minikarte auf deinen Hut und das Echo-Kartenmenü zeigt sie, Wegpunkt, ja und blablabla bla bla an. Weg war das Ding eben schon. Athena. Jo. Weißt, was du da bist du ja. Passend für den Kampf. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Mullywarn-Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung. Machst du da? Mal gucken, ob da was ist. Was? Hallo. Es ist Borderlands. Es ist normal, dass da Zeug rum ist. Was? Oh. Warte mal, die Nummer, die schon findet. Ah, die kann ich mal. Geld. Gib doch was davon aus! Was? Es wäre toll, wenn außer meiner Schülerin noch jemand hier wäre, der keinen Eid der Gewaltlosigkeit geleistet hat. Apropos. Ja, das ist mir angefallen. Oh, das Mixer, ey. Okay, das gibt Rache im Krieg, ey. Das war keine Absicht. Das gibt Rache im Krieg. Das war aber keine Absicht. Ja, was Absicht, kenn ich. Das war keine Absicht! Komm doch näher! Können nur nachladen, hier, Feuer! Chance. Ein unvergessliches Gemetzel. Erledigt diese Truppen. Ich bin bald da. Ich sorge nur für etwas. Ja. Für was? Karma Neuausrichtung. Erstmal dich. Was weniger Leben. Ja, ja. Ich baller runter. Ah, erstmal dich. Du hast weniger Leben. Ich frage.
frage mich, ob mein Messer in deinem Scheiße. Alter. Ja? Was ist das für ein Frontsau? Frontstürmer. Was sind Maschinen? Oh, oh. Nein. Scheiß Badass da hinten, ey. Autsch! Komm, schneller! Oh Mann! Der hat zu lange gebraucht zum Nachladen. Leck mich. Ja, hab ich auch eben erst dran gedacht. Und nicht so viel Schildboost, ne? Was wäre das hier, ne? Tob dich aus! Ich hab keine Elektrowaffe, das sehe ich. Weg mit dir. Dann schieb ich. Nein. Oh, mach, dann mach. Wie denn? Bin tot. Ach, bist tot. Ein Pisser. Fällt dir ein. Ich suche Deckung. Ganz schnellsten helfende Hund, der dich hilft. Ja. Ist halt, wir sind echt unterlevelt. Hab ich noch eine Waffe? Na, plündern die wieder alles. Hätten mal wieder alles plündern. So. War ich nicht. Oh, warst du das? Nein. Doch. Autsch. Maya. Best lockt man in sichern, oh ja. Hi. Du treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Deswegen bin ich hier. Hintern. Und um sie zu treten. Dachte ich mir. Mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Das okay. Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Mönchen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Ich kam von Pandora zurück, um diesen Ort zu schützen. Hat gut geklappt, bis Maliwan uns gefunden hat. Ungesperrt. Bei mir aber auch. Was ist denn jetzt gewesen? Ihr dämlichen Pazifistenmönche! Hier spricht Unterdrücker Trond. Das ist nicht nur ein Titel, Unterdrückung ist mein Metier. Athenas ist jetzt Eigentum der Mali One Corporation.
Zutritt verboten! Oh, das ist Trond, die Nervensäge. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen. Aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Hör zu, Mönche. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun. Versteht ihr? Das versteht ihr doch, oder? Aber klar doch. Sichere den Platz. Danach läuten wir die Friedensglocke, damit uns die Mönche durchlassen. Oh mein Gott. Mama, just tell him now, somebody. Erstmal weg mit dem Bettes. Die mir sich mir voll den Weg geben. Ohne Blut kannst du nicht leben. Weg ist er. Oh, Eisbrecher. Lecker. Schlechter. Eisbein. Gleich bist du. So langsam mal durch. Autsch. Nein! Das ist ein Penner. Also, ich spruch hier drauf, Pfeffern, ey. Ja. Granate geht los! Der Köter ist tot. Oh. Kann ihn noch nicht wieder rufen. Sagen, nicht mein Problem. Und jetzt fällt erstmal die Waffe tauschen. Ah nein, toll, ich hab keine Waffe zu tauschen mit. Clever! Okay. Schön. Sehr schön. Diese Phasenwechsel. Ich habe dich vermisst, Junge. Da ist er wieder. Granate kommt! Jetzt gibt es ein Feuergefecht! Stirb! Meine Kill-Serie! Meine Kill-Serie! Jeder einfach weg. Ja, jeder einfach weg, ey. Autsch. Klar, steht er direkt hinter mir. Mit dir, ey. Schilder, aber mein Gott. Ja. Oh mein Gott, du Affe. Komm schon, mein Junge. Danke. Kleiner Badass-Pisse vor mir. Ich bin tot. Du bist tot? Hm. Okay. Ich auch. Ich bin auch tot. Die Badass, die sind richtig nervig gerade. Ja, deswegen bin ich auch gar nicht auf die Gang, weil du ganze Kraft von oben gekriegt hast. Nee, weil er mit einmal ankam. Bei mir. Alter. Meine Fresse. Dreck.
nur deine Waffe das Schild geben. Schön, dich zu sehen, mein Junge. Komm ein bisschen nach vorne automatisch. Ja, kannst du stehen bleiben, also. Ich habe auch gerade schon mein Schild aktiviert, weil ich in der Hocke bin. Nein, oh, effektiv gegen Schilder. Ja, kann ich nehmen, erst ab Level 13. Wow! Wachse, Bestie! Sterb! Das ist doch kein Badass, das ist nur ein Schwerer. Ich sag ja auch nicht den, die kleinen Scheißer sind Badass. Der da. Aber deiner war aufregend. Der ist ein hässlicher Badass. Hast du keine Elektrowaffe? Nö. Gott, Tag und Nacht geht doch. Stundentakt. Echt ein Albtraum. Lass man auch alles hier oben holen. Jetzt sind da Waffen, wow. Yay. Yay. Hallo. No, weiter looten, danke. Ob es noch mehr gibt. Kletter machst du. Eine Toilette gibt immer Toiletten. Level 12. Ja, so ist das.